diesem Video möchte ich euch den ChartScript vorstellen. ChartScript, das ist ja diese Version des Chart-Stiftes mit der kleinen Batterie drin und dem kleinen Druckpunkt oder kleinen Drücker für die Bluetooth-Einstellung. Und der Hersteller verspricht hier ein präziseres Schriftbild dank der Bluetooth-Technologie. Und wir werden mal sehen, ob sich dieser 60-Euro-Stift wirklich in der Praxis auszeichnet. Hier habe ich das gute Stück liegen. Der Stift liegt wirklich schön in der Hand, sieht echt gut aus. Also ich habe hier noch den kleinen Bruder mit dem Vergleich, der jetzt hier gerade wegrollt. Das ist der Stift, hier hinten die Öffnung, hier im Zentrum diesen Schalter mit einer kleinen Status-LED, der anzeigt, ob er verbunden ist oder ob die Batterie gewechselt werden muss, und vorne die Spitze. Und die Spitze ist so, dass man die ein bisschen reindrücken kann und die etwas nachgibt. Ansonsten eine runde Spitze, die ein Gleiten auf den kapazitiven Displays von einem iPad gewährleisten soll. Ich habe hier mal eine App, die exklusiv mit diesem Stift zusammenarbeitet. Das ist nämlich der erste Knackpunkt dieses Stiftes. Er ist jetzt nicht allgemein über die Bluetooth-Einstellung zu finden. Also ihr macht nicht euer iPad an, macht Bluetooth an und sucht den Stift, sondern das geht alles erst in der App, die diesen Stift unterstützt. In meinem Fall ist es hier zum Beispiel GoodNotes, und da haben wir hier sofort diesen Button, dass der Stift verbunden ist. Wir gehen mal hier raus und gehen nochmal in Optionen. Und da haben wir Einstellung. Und da haben wir hier Smart Stylus. Und da sehen wir auch verbunden. Und dann gibt es hier noch auch für so eine Art Schreibehaltung Hilfe. Genau, und jetzt machen wir hier mal was Neues. Ich gehe mal hier rein. Und ich mache mal hier einfach eine neue Seite. Na gut, nee, das ist die Schreibfunktion, die mache ich jetzt aus. Ich gehe einfach mal hier rein und dann sehen wir hier, wie der Stift schreibt. Ich persönlich muss sagen, dass dieser Stift etwas laut schreibt. Das ist immer so durch den Display. Also das knackt ein bisschen, aber das Aufsetzen, das ist relativ easy. Das ist ein angenehmes Schreiben, aber ihr seht, irgendwie verkrampfe ich noch zu sehr. Liegt vielleicht darauf, dass ich meistens Tastatur schreibe, oder hier sieht man auch, dass ich nicht verkrampfe, sondern obwohl der Stift verbunden ist mit Bluetooth, ist es so, dass es hier trotzdem noch reagiert. Also eigentlich verspricht ja der Hersteller, dass der Handballen, der auch auf dem Display liegt, dass es da keine Behinderung gibt. Aber manchmal sieht man, dass hier unten die zwei Kleckse, dass da irgendscheinend der Handballen doch mal geschrieben habe. Ansonsten würde ich jetzt sagen, dass dieser Stift so ein bisschen bedingt oder eingeschränkt schön ist. Weil ich merke immer wieder, dieses Verbinden, das hakelt. Bis ich erstmal dahinter komme, dass man erst die App aufmacht und dann erst mit Bluetooth verbindet und nicht in der globalen Systemeinstellung, hat es gedauert, weil das schreibt der Hersteller nämlich auch ganz anders. Aber auch hier das Schreiben, finde ich, wo ich sage, ja, 60 Euro dafür habe ich mir einen schönen Stift gekauft. Er sieht auch wirklich gut aus. Aber wenn der Akku runter ist, dann ist nichts mehr mit diesem Stift. Denn dann kann ich auch gar nichts mehr machen damit. Also im Prinzip ist es so, wenn der Stift keine Batterie hat, dann funktioniert er nicht mehr. Nochmal zur Funktion, es gibt sozusagen zwei Stufen der Funktion. Die erste Stufe ist allgemein, wenn er angeschaltet ist, dass ich hier damit navigieren kann. Und die zweite Stufe ist, dass ich noch präziser navigieren kann in speziellen Apps. Hier habe ich zum Beispiel Penultimate von Evernote, das ist ja die Evernote Edition. Und hier kann ich auch dann mit diesem Stift schreiben, und ich finde, in der App funktioniert er wirklich besser. Aber alles in allem, finde ich, hakt dieser Stift etwas hinterher. Und das finde ich ein bisschen benachteiligt für einen Chart, für so einen Touch-Stylus. Und deswegen würde ich sagen, ich empfehle diesen Stift eingeschränkt. Ich bin nicht davon überzeugt, ich werde ihn wieder zurückschicken. Macht euch aber selber ein Bild von diesem Stift. Bestellt ihn, ihr findet unten einen Amazon-Link. Alles in allem muss ich sagen, super verarbeitet. Sieht echt edel aus. Macht doch was her, wenn man das auf dem Schreibtisch liegen hat oder im Gespräch rausholt. Verbindung über Bluetooth, wenn man das System verstanden hat, auch ohne Probleme. Aber in der Praxis finde ich, dass die 60 Euro nicht unbedingt gerechtfertigt sind. Denn ich merke jetzt hier nicht irgendwie so ein Erlebnis des Schreibens, was mich wegflasht, sondern es ist ganz normales Erlebnis. Und deswegen will ich sagen, von diesem Stift sollte man jetzt nicht zu viel erwarten. Wer ein gemäßigtes Herangehen hat und vielleicht die 60 Euro übrig hat, soll ihn kaufen. Ansonsten würde ich eigentlich vielen raten, kauft einfach nur den Chart Pro. Findet ihr auch in meinen Videos bewertet.
Der ist wirklich einfach ohne Batterie und der ist so ein zeitloser Klassiker. Kann ich immer nur empfehlen. Für 30 Euro die Hälfte des Geldes. Macht im Prinzip dasselbe Schriftbild. Und da würde ich sagen, da lohnt sich der Chart-Skript nicht. Wenn man das vergleicht. Einzeln gesehen, vom Aussehen her, dann eventuell entscheidet ihr das. Ich rede zu viel. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.